Willkommen zurück zu Icewind Dale, Heart of the Winter. Ja, ihr seht's, wir stehen in einem kleinen Raum und hatten letztes Mal ein bisschen Streit mit diversen, ich glaube, Ogre waren das richtig, und da war auch eine Elite dabei. Die haben wir dann auch noch ja, umgenietet und gelootet natürlich. Hier geht noch eine Treppe runter. Hier sehen wir die eigentliche Bewohnerin dieses Gebäudes. Eine Truhe, an die wir nicht ran können. Ja. Ja, unsere lieben Recken hier. Leider können wir hier nicht reinzoomen. Das wäre so schön, wenn man das ein bisschen mal vergrößern könnte. Aber leider geht das nicht. Naja, das ist eben dann das Original. Wisst ihr was? Wir gehen einfach mal eine Treppe runter. Was haltet ihr davon? Mal gucken, was da so ist. Ich verstehe. Oh! Wer hätte das gedacht? Goblins. Guten Tag. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Goblin unverletzt, noch einen Goblin unverletzt. Ich hoffe nicht so lange. Noch einen. Noch einen. Und noch ein, also fünf frei aus. Ja? Du bist da, Ich wenn ich schätze, das ich bin richtig noch sehe. gut. Jawohl. Gehst du mal Pass auf den. mal auf. Du musst dann allerdings mit deinen kurzen Beinchen da noch drumherum flitzen. Kriegst du das hin? Ach, weißt du was? Du bist, Was? stehst ja Jawohl. hier schon und Bereit. Zum Zaubern hast du nichts mehr, okay. Ach ja? Und du auch nicht. Jawohl. Dann geht. Du bist auch flink Etwas auf den müde? Beinen. Du gehst mal darüber. Und Ich bin Elfi? vorbereitet. Ach, Hoffe nee. ich. Entschuldigung, jetzt habe ich euch vertauscht. Ihr seht euch ja wie Zwillinge aus. Du bist doch flink auf den Beinen und gehst mal Angenommen. dahin. Und du, liebe Elfi, bist ja bewaffnet mit einem Bogen. Darfst Keine Sorge, natürlich da ich kümmere drauf mich drum. brezeln. Und ihr beiden Kandidaten, ihr bleibt mal bitte da hinten stehen. Ist das klar? Komm ruhig näher, ich Los habe genug geht's. Brot für alle. Hol sie Essen von Menschen. Aha, okay. Ja? Das ging ja weg ohne Fleck. Ja. Du machst den mal, der will gerade unseren Korulas hier hauen, unseren Nekromanten, obwohl der würde sagen, das kitzelt oder so, keine Ahnung. Jawohl. Was brauchst du, Oh, Kumpel? Gerwald, du bist aufgestiegen. Ja, Mach. das ist in Ordnung. Denke ich. Ich bin Pass hier, mal auf, du also nimmst den Ordnung. und du nimmst Jawohl. den. Ha, ha, Wir wollen ja nicht geizen, ne? Ach, Elfi, ja. Aber die sind einfach zu schnell, ne? Keine Sorge. Gehst du mal auf Ich den. kümmere mich Oh, drum. du Bereit? machst Nö. den und Ich du denke doch machst nicht, den. dass das Oh. alles nur ein Scherz. Ich mach's Oh, schon. oh, oh. Ah. Das war jetzt unangenehm. Käse. Laden. Okay. Auf ein neues, und zwar gleich nach der Pause. So, Pause beendet. Ja, liebe Leute, tut mir leid, ich muss hier aber jetzt noch mal laden, weil es ja im Moment keine Stadt und damit auch kein Heiler zum Retzen, also zum wieder auf die Tote erwecken in der Nähe. Deswegen wollen wir das lieber noch mal von vorne versuchen. Und ja, Gorulas, sei ein bisschen vorsichtig dieses Mal. Na gut. So, gleiches Spiel in Grün. Jawohl, pass Drauf. mal auf. Ja? Ich verstehe. Drauf. Bereit. Weg. Du, mein Freund, gehst weg. Klar? Geh mal da irgendwo. Ich Lass bin sie vorbereitet. erstmal Jawohl. vorflitzen und die Ich macht das erwähle. auch. Und du haust mal ab In da. Ordnung. Nein. In Ordnung. Ja. Du Ja, sollst den abtanken, bitte. vernünftig. Ähm, Ich schätze, ich muss du eine nimmst Pille. Ich den. denke gar nicht dran.
Und du nimmst den und du musst den abtanken. Kannst du mal einspringen, Elfi, bitte? Nimm mal deine Nahkampfwaffe. Hallo? Was soll es sein? Was will der von dir? Ja gut, dann verteidige dich. Hoffentlich geht's gut. Ich will nicht nochmal so eine Einlage haben hier. Jawohl. Der muss erstmal weg. Ich mach nichts. Oh, 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 oh. Ja, ja, das hab ich befürchtet. Ich erwarte deine Befehle. Das sieht nicht gut aus. Ich höre. Ja? Kein Problem? Ich bin... Oh ja! Kriegen wir den jetzt hier abgetankt? Das will ich lehren! Oh, oh, schon wieder! Gerade geheilt und dann kriegt er schon wieder einen drauf. Also, in Ordnung. Ich bin bereit für Abenteuer. Geh du mal auf den, bitte. Kannst du da irgendwie weg? Ohne? Gorulas, geh mal rauf. Was könnte ich mit geschlossenen Augen tun? Ich denke, ich kümmere mich drum. Keine Sorge. Ich bin bereit. Ich glaube, du kannst dann wieder auf Fernwaffen gehen. Jetzt komme ich. Wir wollten aber unten weiter gucken. Ich bin vorbereitet. Mein Auftrag ist klar. Ich sterbe. Ich verstehe. Mein Einsatz soll hehren Zielen dienen. Wo bist du eigentlich? Du gehst auf den und du gehst auf den. Na, ihr werdet den doch wohl mal treffen. Hallo? Alle zusammen mal hier drauf? Ich bin sehr beschäftigt. Ich muss doch hier und da ein Monster erledigen. Du musst doch hier und da ein Monster erledigen. Diese Sprüche immer, liebe Leute, diese Sprüche. Das ist so köstlich mit den Kandidaten hier. Golus, komm doch mal gucken. Na, guck mal. Sieht doch gut aus, oder? So, hat noch einer irgendwie was zum Heilen für unseren, Immer bereit. Was brauchst du? Nee. Ach ja? Du auch nicht. Lass mich wissen, was ich tun kann. Wisst ihr was, wir gehen jetzt mal alle eine Etage nach oben. Hauen uns mal so aufs Ohr und gehen wieder runter. Und werden jetzt mal eben einsammeln. Was wir da... Du kannst nichts mehr, okay. Ja? Mach du das mal, Herzwerk. Herr Berigund. Berigard. Entschuldigung, Herr Berigard. Wie, du kannst jetzt auch nichts mehr? Und du? Ich bin bereit. Ja, du kriegst jetzt eine tragende Rolle. Es ist also Zeit, dass wir irgendwo eine Stadt auftreiben, wo wir den ganzen Kram hier verhökern können. Du bist auch etwas belastet. Ich sehe es ja ein. Dann machen wir das eben so. Ja, was haben wir denn hier unten? Dieses Teil ist ein Teil des Mühlenmechanismus. Und hier, obwohl hier unlängst Goblins ihr Unwesen getrieben haben, scheint er noch intakt zu sein. Und da geht's runter. Interessant. Aber wir müssen erstmal in eine Stadt. Wir müssen was verkaufen. Da gibt's eine Tür. Wir machen jetzt erstmal den jetzt schon wieder? Stufenaufstieg. Und den mache ich wie üblich. Speichernderweise. Ja. Weil ich doch
möglichst das Beste haben möchte. So, eine Stufe höher. Er hat 12 Trefferpunkte. Was ja nicht so viel ist. Und 16 ist viel zu wenig. Ne, bin ich nicht einverstanden, auf keinen Fall. Laden. 4 Punkte. Ich glaube, ich spinne. Seht ihr, genau deswegen mache ich das hier, ne? Ja? Ja. Versuch's nochmal. 22. 10 mehr. Ich glaube, das gefällt mir. Das nehmen wir. Wie viel kann der eigentlich maximal jetzt aufsteigen? Das weiß ich gar nicht. Das konnte man auch irgendwo sehen. Welche Trefferwürfel der da hat. Also nach welchen Würfeln das ausgewürfelt wird. Das ist übrigens auch unterschiedlich nach von den Charakteren. Das ist nicht bei jedem gleich. Also die beiden Magier können haben, ich glaube, einen vierseitigen. Maximal 4 Punkte mehr Hitpoints bekommen. Ich meine, so war das, ja. Bei der Elfie waren es ja 8, glaube ich, die sie da gekriegt hat. Aber 22 finde ich schon mal gut. Also mehr cheaten, also mehr übertreiben tun wir jetzt nicht. Ich speichere schon mal diesen LP 012 Stand. Nur mal so. Wir machen natürlich noch weiter, das ist klar. Ich schätze, ich muss eine Weile die Zeit totschlagen. Na gut. Und ich würde wirklich ganz gern erst nach Kuldahar weiterreisen und dann nochmal zurückkommen, ja, damit wir die Taschen leer haben. Denn das hat ja so einfach... einfach mal rausgehen. Hat ja so irgendwie einfach keinen Wert. Das ist ja zwar alles schön und gut, dass wir auch dann da weiter runtergehen können und so. Das ist bestimmt spannend. Aber wir können, wenn wir da nichts einsacken können, also ich glaube, Elfie käme da nicht mehr zurecht. Ja, doch sehr unglücklich. So. Und jetzt ist da Ende Gelände und hier müsste es aber doch dann ein bisschen weitergehen, oder sehe ich das falsch? Wie nein. Das heißt, wir müssen da oben durch. Ja. Das ist natürlich dumm. Das ist aber dumm. Dahinter war ja, hat ja der Kampf auf uns gelauert. Gucken, ob wir uns dem irgendwie entziehen können. Können wir ja wahrscheinlich nicht. Und was ist, wenn wir da hier das erst fertig machen und dann, okay, dann steigen wir vielleicht auf und sind stärker. Können aber von dem Zeug nichts mitnehmen. Bleibt das denn dann liegen? Das wäre natürlich auch eine Option, wenn das liegen bliebe. Und wir uns das später holen können. Weil auf der anderen Seite waren ja dann doch ein paar mehr. Ich versuch's mal. So, wenn wir uns da jetzt einfach mal gar nicht einmischen würden. Was uns nicht schwer fällt, aber wir versuchen das mal. Ist das alles, was du kannst? Und jetzt kommen die natürlich zu uns. Ja. Und wo ist hier der Ausgang? Wie, hier ist kein Ausgang? Doch, da ist doch ein Ausgang. Hallo. Durchhalten. Durchhalten. Nicht. Lasst euch nicht ansprechen. Elfie, was machst du denn da? Du sollst mit rausgehen. Oh. Ja, Das war, glaube ich, nicht der richtige Weg. Das sind Geschnür. Käfer. Ja, okay, dann bleibt ja nur eigentlich nur eines. Ich bin vorbereitet. Du müsstest jetzt. Die greifen uns aber nicht an. Das ist ja schon mal interessant.
Unsere, die sind beschäftigt, sehr schön. Lass mich wissen, was ich tun kann. Mal ein Segen. Du hast auch was zum Heilen. 16 von 22 und sie hat 11 von 18. Hm. Heil dich mal selber. Und mach noch den Segen drauf. Okay, ich so. Bin bereit, komm, jetzt werden wir den alle mal angreifen. So, und ich bin bereit für jetzt Abenteuer. Geht er mal alle auf solche den. Sachen. Solange die beschäftigt sind, geht das, ja. Das gefällt mir nicht. Geh mal weg. Ach ja, ich werde mich darum kümmern. Ich bin bereit. In Ordnung. Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich erwarte deine Befehle. Ich wasche mir meinen Bart in deinem Blut. Nein. So. Toll. Das hat ja mal gut geklappt. Hier, unsere Lariel hat's erwischt. Oh, ich finde das so blöd. Muss man da ständig hier speichern? Das kann aber nicht wahr sein. Und das für 120 Erfahrungspunkte. Ist das jetzt pro? Mach mal größer. Ist das pro? Pro Käfer, ja. Für alle. Also nicht jeder kriegt 120, oder? Sondern es wird geteilt durch 6. Jetzt nur noch durch 5. So gesehen. Ja. Aber sie ist unsere Klerikerin. Sie hat die besten Heilzauber. Von daher... Aber es muss doch irgendwie nach Kuldahal gehen. Das kann doch wohl nicht angehen. Das kann doch nicht sein. Ja? Da wird's ja wohl auch nicht nach Kuldahar gehen, nee. Klar. Ja, das ist in Ordnung, denke ich. Was übersehe ich denn hier? Jawohl! Ha, ha, ha! So, dann gehen wir nach Kuldahar, genau. Wunderbar, hat doch geklappt. Nachdem sich die Überlebenden der gescheiterten Osthafen-Expedition durch das Goblin-verseuchte Passtal gekämpft hatten, erreichten sie schließlich das Dorf Kuldahar. Versteckt zwischen den Wurzeln einer riesigen Eiche waren die winzigen Bauernhütten ein willkommener Anblick für die müden Reisenden. Vorsichtig betrat die Gruppe das Dorf, ungewiss, was sie hier erwarten würde. Ja, dann sind wir jetzt in Kuldahar. Und wie es hier weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.